So, er wüsste, war ich gegen Schaunland. Gibt es da etwas zum Aussetzen? Bosch verletzt. Also. So, auch zwei Umstellungen bei den Österreichern. Ja, Wimmer wird diesmal von Beginn an starten und eben Trauner ersetzt den verletzten Bosch. Liebe Zuschauer, willkommen im Allianz Stadium. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Ich bin wie gewohnt Wolf Fuß. Zusammen mit dem Kollegen Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie kommentieren. Auf dem Programm steht heute eine sehr interessante Begegnung. Dürfte ein super Spiel werden, Buschi. Spannende Geschichte. Diese beiden im direkten Duell, Wolf. Da freuen wir uns drauf. Riesenchance. Eier Sogar und ein Eckball Schleier. abgewehrt, Ist damit auch könnte heute mal passieren. von Anfang an dabei. Ganz vergessen fast. Wer? Schlager. Ein Ball gewinnt. der Und der Grund Xaba. ist dieses frühe Stören. Alter. Wie verdorben. Hast du Wenn den der jetzt ehrlich einwechselt, hat er gemacht? das Ding erstmal im Griff, aber so Mann. weiter 0-0. Da kommt die Flanke. Abwehr macht zu. Oh. Robertson. Ja, der Schuss jetzt. Wichtig, den Ball hat er sicher. Der Alkoholiker unter den Schatten, der McGinn, schießt hier. Robertson macht hier sein erstes Spiel. Viele Experten waren ja der Meinung, das Team hat eine echte Schwäche, das ist auf der Außenverteidigerposition. Da haben sie jetzt nachgebessert, haben nachgelegt und er ist ein super Neuzugang. Kollegen bieten sich an. Da ist er auch mit Sachen vom Torwart. In den Strafraum. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Robertson. Jetzt die Flanke. Damit ist diese Szene natürlich erstmal beendet. Da kann er ihn stoppen. McTominay. Ja, der Pass kommt richtig gut. Chance zur Führung. Oh. Ja, da war die Schotten die bessere Mannschaft. Jetzt ist die Kugel weg. Das war ja viele Fehler.
tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Schon. Grün probiert's mal und wird belohnt. Da setzt er sich durch und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine Lösung. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ja. Bisschen gegen den Verlauf. Nicht mehr ran an diesen Pass. Da fangen sie den Pass ab. Sie spielen steil, gefährlich. Nein! Nein, nie und nimmer, Alter, war das. Nie und nimmer war das ein Fall, Alter. Oh, ich hatte wohl eine Rotsperre letztes Mal, die jetzt nicht mehr ist. Sehe ich gerade. Warte. Weil McGregor als ZDM spielt in der Verteidigung. Nein, auch keine Verletzung. Krass. Na gut, jetzt haben wir noch erschaffen. Richtige Entscheidung. Ist die erste Route der Schotten. Das muss ich mir dann nachher kurz anschauen, was da passiert ist. Außer wenn was vergessen wir jetzt mal zu notieren, aber wenn, dann hätte ich es auch darüber getragen, also. Wen hast du nochmal in der Innenverteidigung? Muss ich dann nachschauen, ob das nicht Palmer ist oder Palmer Brown oder irgendwie so. Das könnte sein. Klasse Szene, erst dieser wunderbare Freistoß, der Ball kommt gut, aber dann diese starke Parade. Schau ich dann kurz nochmal. Nein, so wurscht. Ist mir da ein Fehler unterlaufen? Ja, er verliert den Ball. Jetzt Sabitzer. Oh, schön. Oh, Linhardt weit vorn. Den Ball hält er gut. Die Chance jetzt. Puh, das wäre, glaube ich, nicht mehr abseits gewesen. Ja, gut gespielte Schatten bis zu dem Ausschluss. Oh, Pink. So kommt Henderson mal zu seinem Debüt. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Gut geklärt, aber Einwurf. Er hat die Chance. Nicht gleich. Aber da müssen sie mehr rausmachen. Diese Chance haben sie fast verschenkt. Marcel Sabitzer. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Zur Ecke abgewehrt. Halbherzig geklärt, Ball weiter gefährlich. Ja, wird geblockt. Wieder Ecke. Jetzt der Eckball.
Sie können nie klären, sind weiter im Bedrängnis. Er macht das ganz sicher, gut geblockt. Gute Grätsche, er hat den Ball. Erstmal gehalten, bekommen Sie noch eine Chance. Jetzt können Sie klären. Ja, viele Ecke jetzt da. Ciao. Oh, schön. Hui. Pink. Ja, war mein Fehler. Palmer hat bei Frankreich eine rote Karte bekommen. Wie jetzt? Ich habe Frankreich hingeschrieben. Ich glaube, es gegen Frankreich spielt gerade in dem Match. Ah, okay. Aber wäre das dieses Spiel noch gesperrt gewesen? Also. Ah, okay. Somit passt eigentlich eh. Passt eigentlich eh. Die erste Hälfte ist vorbei. Ist mir auch noch nicht passiert, aber. Regiefehler. Aber ist die, in der Hitze des Gefechts. Ja, aber warum hast du dann Frankreich hinschauen? Weil du es kannst. Oder vielleicht habe ich eine gelbe Karte auch aufgeschrieben, weil sie dann Frankreich zuerst geschrieben und dann. Mhm. Nicht. So, ja, 2:0 zur Pause für die Resists. Für dieses ja auch quasi ein Abschlussturnier. Dann sind sie mal ein bisschen länger weg. Also so länger. Bis zur WM? Also ein Turnier halt. Ja, aber du hast ja nicht dasselbe. Ja, also für viele ist das hier ein Abschied. Wer weiß, vielleicht nehme ich noch einige in den Kader auf. Aufgrund der guten Erfolge. Was? Also 1-2 sind wir da schon ins Auge gestochen. Die ich nicht habe eigentlich. Kivak! Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Johnston. Jetzt wird das frühe Stören so perfekt eingesetzt wird, dann wird's eng. Okay. Alter. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Na, die rote den nicht gut dann. Der Angriff könnte was werden. Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. Danke. Ich glaube nicht, dass ich den rausgehört habe. Na? Glaube ich nicht. Schade. Bin ich jetzt ehrlich. Ja, und ich weiß auch nicht, ob wir die Schotten in den nächsten Turnieren sehen werden. Die nächsten Turnieren, oh, jetzt sind schon Turnieren. Alter. Da ist die Flanke. Zwar auf Sides, oder? Schön, sagt man. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Gehen wir dann am Leim. Wir spielen hier wirklich am
Limit, was den Einsatz angeht. Zu häufig sind sie jenseits des Erlaubten. Ah ja. Du hast doch mitgekriegt, diese Klimaproteste. Ja. Und in Deutschland sind jetzt, und da hat es auch gegeben, sind jetzt welche zu 3 Monaten verurteilt worden, dass sie keinen Klebstoff mehr anfassen dürfen oder besitzen dürfen. Alter. Ich mach ein geiles Urteil. Mit guten Zahlen beim Ballbesitz und wenn du diese Überlegenheit dann so gut, so exzellent in Torgefahr ummünzen kannst, dann kommt eben eine Führung dabei rum. Boah, schön. Die Chance hier. Der Ball ist drin und damit wird es noch deutlicher. 4 Tore. Leimer da auch. Ich denke, das Tor muss sich der Keeper ankreiden lassen. Steht da falsch. Das nutzen sie aus, machen das Tor. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Na, Schottland muss ganz anders zurückkommen. Wann auch immer sie zurückkommen. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Gutes Dribbling jetzt, aber wir müssen aufpassen. Bester Mann am Feld heute. Das Lob gilt natürlich dem Keeper. Mac Alki. Da macht er zu, macht dicht und lässt nichts anbrennen. Ecke in die Mitte. Das war knapp. Das gibt Einwurf. Robertson. Erstmal abgeblockt. Gefährliche Szene. Na, was denn? Erstes Tor. Da. 4-1 jetzt also. Nicht ungefährlich, Steilpass. Steppert. Nee, das wird nichts. Ball im Aus. Robertson. Ballverlust durch Robertson. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Sie machen zu. Das war wichtig. Jetzt könnte der Pass kommen. Ja. Nee, nix ist abseits, sagt zumindest war eine enge Geschichte. Warum passt ihr so scheiße, so scheiße? Boah, schön. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Sie verlieren den Ball. Boah. Ja, spielerisch kann man ihnen nichts vorwerfen und die rote Karte hat natürlich wehgetan. Boah, die 2 roten. Steppert, Alter. Boah, Pisteppert. Schiri drängt sich frisch, geht um eine Rote. Ich sage jetzt keine Diskussion mehr. Ist schon wurscht.
Hast du das, hast du gesehen, dass Manchester United gegen Leeds? Weiß ich jetzt nicht. Emirates Cup, wo sie innerhalb von, ich glaube, 40 Sekunden drei rote gekriegt haben. Fulham war das aber. Ah, Fulham war das. Ja, genau. Fulham, nicht Leeds. Gibst du dem Dicken bitte was? Hm? Danke. Weil das Tor hab, okay, bis der wird. Aber dann wieder einen kurzen Schiri anrempelt, habe ich mir schon gedacht, okay, ciao. Ganz energisch. Foul, Freistoß und das ist eine gute Gelegenheit. Boah, schön, Henderson. Dann wird's hier vielleicht noch mal richtig spannend, aber so eher nicht. Nee, nee, Wolf, das Ding ist durch, keine Zweifel. Wir schauen auf die Entstehung des Tores. Sie bringen den Ball rein und dann dieser Kopfball, schön durchgesetzt. Und der ist am Ende nicht zu halten. Und jetzt haben wir hier noch einen Treffer. Mittlerweile steht es 5-2. Die Spieler laufen eigentlich gut mit. So, Hammer. Nicht mehr gesperrt. Können wir hier umändern?